Heute mal wieder mit einem kleinen Review und es geht um die Flathase G6D Wheels, um genau zu sein, in Pink, und die sehen so aus. Ja, wartet. Ja. Da nehmen wir mal alle hier so. Wenn wir das sehen können. Ja. Also zeig dir nochmal genauer. Die Kamera besser fokussiert. Ja. Ja, das sind halt Flatface Wheels. Ich finde diese Wheels ganz gut. Die haben wirklich weiches, gutes Material, fahren sich sehr gut, sehr weich. Passen eigentlich an alle Achsen, Black River Trucks, Bolly oder auch Tech-Deck oder wie auch immer. Ja, ich habe die halt noch ein bisschen gereinigt, ein bisschen durchgepustet und so alles. Also mit so einem kleinen. Sowas ähnliches wie beim Zahnarzt ist, aber so mit so einem kleinen Kompressor. Und jetzt waren die richtig geil halt. Also allgemein auch sind die richtig geil. Die sind halt schon ein bisschen älter. Ich habe die ja von abgekauft, und aber trotzdem, die sind richtig gut erhalten. Die Farbe vielleicht ein bisschen abgenutzt, aber das macht ja nichts. Aber sind trotzdem noch gut aus. Ja, auf jeden Fall bocken die Wheels richtig, wie ich schon gesagt. Es lohnt sich auf jeden Fall, die zu kaufen. Die kosten 27,95 €, soweit ich weiß, oder 25,95 €, aber es lohnt sich auf jeden Fall, die neu zu kaufen oder gebraucht oder irgendwo zu traden, weil die behalten ihre Qualität über eine sehr lange Zeit. Und die passen sich halt an jede Achse an. Und das ist halt das Geile an Flatface Wheels. Und ich finde das Material einfach. So, das Material ist der Hammer. Ja. Das war's dann schon mal. Danke fürs Zuschauen. Also, richtig smooth Wheels. Oder richtig weiche Wheels. Echt geil. Kauft euch die oder holt euch die. Meine Flatface Wheels sind geil. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Abonniert. Haut rein, Leute. Hier seht ihr die nochmal. Ja. Boah, Digga. Oh. Na dann. Haut rein, Leute.